Heute ist der 3.9.2014. Mein Name ist Lothar Lange, lebe in Dresden und spreche den sechsten Teil von Wissenschaft als Beruf, Text von Max Weber ein. Aber der echte Lehrer wird sich sehr hüten, vom Katheder herunter ihm irgendeine Stellungnahme, sei es ausdrücklich, sei es durch Suggestion, denn das ist natürlich die illoyalste Art, wenn man die Tatsachen sprechen lässt, aufzudrängen. Warum sollen wir das nun eigentlich nicht tun? Ich schicke voraus, dass manche sehr geschätzte Kollegen der Meinung sind, diese Selbstbescheidung durchzuführen, ginge überhaupt nicht. Und wenn es ginge, wäre es eine Marotte, das zu vermeiden. Nun kann man niemandem wissenschaftlich vordemonstrieren, was seine Pflicht als akademischer Lehrer sei. Verlangen kann man von ihm nur die intellektuelle Rechtschaffenheit, einzusehen, dass Tatsachenfeststellung mathematischer oder logischer Sachverhalte oder der inneren Struktur von Kulturgütern einerseits und andererseits die Beantwortung der Frage nach dem Wert der Kultur und ihrer einzelnen Inhalte und danach, wie man innerhalb der Kulturgemeinschaft und der politischen Verbände handeln solle, dass dies beides ganz und gar heterogene Probleme sind. Fragt er dann weiter, warum er nicht beide Probleme im Hörsaal behandeln solle, so ist darauf zu antworten, weil der Prophet und der Demagoge nicht auf das Katheder eines Hörsaales gehören. Dem Propheten wie dem Demagogen ist gesagt, gehe hinaus auf die Gassen und rede öffentlich. Da heißt das, wo Kritik möglich ist. Im Hörsaal, wo man seinen Zuhörern gegenüber sitzt, haben sie zu schweigen und der Lehrer zu reden. Und ich halte es für unverantwortlich, diesen Umstand, dass die Studenten um ihres Fortkommens willens das Kolleg eines Lehrers besuchen müssen und dass dort niemand zugegen ist, der diesem mit Kritik entgegentritt, auszunützen, um den Hörern nicht, wie es seine Aufgabe ist, mit seinen Kenntnissen und wissenschaftlichen Erfahrungen nützlich zu sein, sondern sie zu stempeln, uniformieren, nach seiner persönlichen politischen Anschauung. Es ist gewiss möglich, dass es dem Einzelnen nur ungenügend gelingt, seine subjektive Sympathie auszuschalten. Dann setzt er sich der schärfsten Kritik vor dem Forum seines eigenen Gewissens aus, und es beweist nichts, denn auch andere, rein tatsächliche Irrtümer sind möglich und beweisen doch nichts gegen die Pflicht, die Wahrheit zu suchen. Auch und gerade im rein wissenschaftlichen Interesse lehne ich es ab. Ich erbiete mich an den Werken unserer Historiker, den Nachweis zu führen, dass immer, wo der Mann der Wissenschaft mit seinem eigenen Werturteil herkommt, das volle Verstehen der Tatsachen aufhört. Doch geht das über das Thema des heutigen Abends hinaus und würde lange Auseinandersetzungen erfordern. Ich frage nur, wie soll auf der einen Seite ein gläubiger Katholik, auf der anderen Seite ein Freimaurer in einem Kolleg über die Kirchen- und Staatsformen oder über Religionsgeschichte, wie sollen sie jemals über diese Dinge zur gleichen Wertung gebracht werden? Das ist ausgeschlossen, und doch muss der akademische Lehrer den Wunsch haben und die Forderung an sich selbst stellen, dem einen wie dem anderen durch seine Kenntnisse und Methode nützlich zu sein.
Nun werden Sie mit Recht sagen, der gläubige Katholik wird auch über die Tatsachen des Herganges bei der Entstehung des Christentums niemals die Ansicht annehmen, die ein von seinen dogmatischen Voraussetzungen freier Lehrer ihm vorträgt. Gewiss. Der Unterschied aber liegt in Folgendem: Die im Sinne der Ablehnung religiöser Gebundenheit voraussetzungslose Wissenschaft kennt in der Tat ihrerseits das Wunder und die Offenbarung nicht. Sie würde ihren eigenen Voraussetzungen damit untreu. Der Gläubige kennt beides, und jene voraussetzungslose Wissenschaft mutet ihm nicht weniger, aber auch nicht mehr zu, als das Anerkenntnis, dass, wenn der Hergang ohne jene übernatürlichen für eine empirische Erklärung als ursächliche Momente ausscheidenden Eingriffe erklärt werden sollen, er so, wie sie es versucht, erklärt werden müsse. Das aber kann er, ohne seinem Glauben untreu zu werden. Aber hat denn nun die Leistung der Wissenschaft gar keinen Sinn für jemanden, dem die Tatsache als solche gleichgültig und nur die praktische Stellungnahme wichtig ist? Vielleicht doch. Zunächst schon eins: Wenn jemand ein brauchbarer Lehrer ist, dann ist es seine erste Aufgabe, seine Schüler unbequeme Tatsachen anerkennen zu lehren. Solche, meine ich, die für seine Parteimeinung unbequem sind, und es gibt für jede Parteimeinung, zum Beispiel auch für die uneinige, solche äußerst unbequeme Tatsachen. Ich glaube, wenn der akademische Lehrer seine Zuhörer nötigt, sich daran zu gewöhnen, dass er dann mehr als eine nur intellektuelle Leistung vollbringt. Ich würde so unbescheiden sein, sogar den Ausdruck sittliche Leistung darauf anzuwenden, wenn das auch vielleicht etwas zu pathetisch für eine so schlichte Selbstverständlichkeit klingen mag. Bisher sprach ich nur von praktischen Gründen der Vermeidung eines Aufdrängens persönlicher Stellungnahme. Aber dabei bleibt es nicht. Die Unmöglichkeit wissenschaftlicher Vertretung von praktischen Stellungnahmen, außer im Falle der Erörterung der Mittel für einen als festgegeben vorausgesetzten Zweck, folgt aus weit tiefer liegenden Gründen. Sie ist prinzipiell deshalb sinnlos, weil die verschiedenen Wertordnungen der Welt in unlöschlichem Kampf untereinander stehen. Der alte Mill, dessen Philosophie ich sonst nicht loben will, aber in diesem Punkt hatte er recht, sagte einmal: Wenn man von der reinen Erfahrung ausgehe, komme man zum Polytheismus. Das ist flach formuliert und klingt paradox, und doch steckt Wahrheit darin. Wenn irgendetwas, so wissen wir es heute wieder, dass etwas heilig sein kann, nicht nur, obwohl es nicht schön ist, sondern weil und insofern es nicht schön ist, in dem 53. Kapitel des Sesalbuches und im 22. Psalm können Sie die Belege dafür finden, und dass etwas schön sein kann, nicht nur, obwohl, sondern in dem, worin es nicht gut ist, das wissen wir seit Nietzsche wieder, und vorher finden Sie es gestaltet in den Fleur du Mal bei Baudelaire, seinem Gedichtband. Und eine Alltagsweisheit ist es, dass etwas wahr sein kann, obwohl und indem es nicht schön und nicht heilig und nicht gut ist. Aber das sind nur die elementarsten Fälle dieses Kampfes der Götter, der einzelnen Ordnungen und Werte. Wie man es machen will, wissenschaftlich
zu entscheiden zwischen dem Wert der französischen und der deutschen Kultur, weiß ich nicht. Hier streiten eben auch verschiedene Götter miteinander, und zwar für alle Zeit. Es ist wie in der alten, noch nicht von ihren Göttern und Dämonen entzauberten Welt, nur im anderen Sinne. Wie der Helene einmal der Aphrodite opferte und dann dem Apollon und vor allem jeder den Göttern seiner Stadt, so ist es entzaubert und entkleidet der mythischen, aber innerlich wahren Plastik jenes Verhaltens noch heute. Und über diesen Göttern und in ihrem Kampf weilt das Schicksal, aber ganz gewiss keine Wissenschaft. Es lässt sich nur verstehen, was das Göttliche für die eine und für die andere oder in der einen und der anderen Ordnung ist. Damit ist aber die Sache für jede Erörterung in einem Hörsaal und durch einen Professor schlechterdings zu Ende. So wenig natürlich das darin steckende gewaltige Lebensproblem selbst damit zu Ende ist. Aber andere Mächte als die Katheter der Universitäten haben da das Wort. Welcher Mensch wird sich vermessen, die Ethik der Bergpredigt, etwa den Satz, widerstehe nicht dem Übel, oder das Bild von der einen und der anderen Backe wissenschaftlich widerlegen zu wollen. Und doch ist klar, es ist unerweltlich angesehen eine Ethik der Würdelosigkeit, die hier gepredigt wird. Man hat zu wählen zwischen der religiösen Würde, die diese Ethik bringt, und der Manneswürde, die etwas ganz anderes predigt. Widerstehe dem Übel, sonst bist du für seine Übergewalt mitverantwortlich. Je nach der letzten Stellungnahme ist für den Einzelnen das eine der Teufel und das andere der Gott. Und der Einzelne hat sich zu entscheiden, welches für ihn der Gott und welches der Teufel ist. Und so geht es durch alle Ordnungen des Lebens hindurch.